wir in ganz, ganz vielen Suren haben. Und zwar, dass Allah subhanahu wa ta'ala auf der einen Seite durch die Al-Ayat Al-Kawniyya, die Dinge, welche in diesem Universum geschehen, ganz konkret jetzt auf diese Sure bezogen, welche den Menschen betreffen und die Erschaffung und Schöpfung des Menschen betreffen, dass sie den Menschen die Augen öffnen sollen. Weil dazu ist auch eine Ayah da. Eine Ayah ist ein Zeichen. Eine Sache, welche auf eine andere Sache hinweisen soll. Und dann haben wir, und das werden wir sehen, dass es in dieser Sure sehr merkwürdig ist, aber subhanallah, genau an der richtigen Stelle, wieder diese andere Form von Ayat, von Zeichen, nämlich die geoffenbarten Zeichen Allahs, nämlich der Koran, den Allah subhanahu wa ta'ala auf unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam herabgesandt. In dieser Sura geht es in erster Linie um die Frage der Auferstehung. Ist die Auferstehung überhaupt möglich? Und diese Sura zeigt auch in einer sehr, sehr schönen Art und Weise auf, oder besser gesagt in einer sehr deutlichen Art und Weise auf, warum viele Menschen sich mit der Auferstehung erst gar nicht beschäftigen wollen, wie wir noch sehen werden, insha'Allah. Und dann versucht diese Sura, den Menschen Angst zu machen, ihn zum Nachdenken zu bringen, durch kurze, knappe Verse, welche die Menschen zum Anregen bringen sollen. Und das ist auch der Grund, warum diese Sura mit zwei Schwüren beginnt, die in einer sehr ungewöhnlichen Form gemacht werden, die Schwüre. Weshalb auch die Gelehrten sich nicht ganz einig sind darüber, ob es sich hierbei wirklich um Schwüre handelt oder ob es sich eben nicht um einen Schwur handelt, wie wir gleich noch sehen werden, insha'Allah ta'ala. Surat al-Qiyamah hat eigentlich einen Namen, nämlich Surat al-Qiyamah. Weil sie beginnt auch genau mit diesem Schwur bei al-Qiyamah. Es gibt manche, die sagen, sie heißt La Uqsim, aber das ist nicht ganz genau. Warum? Weil der Name einer Sura soll ja diese Sura eindeutig machen, dass ich ganz genau weiß, dass es sich um diese Sura handelt und nicht um eine andere Sura. Und da es ja noch eine weitere Sura gibt, die mit La Uqsimu beginnt, nämlich La Uqsimu bihada al-Balad wa anta hillum bihada al-Balad, wüsste man dann nicht, welche La Uqsimu von den beiden Suren ist gemeint. Und deswegen, Wallahu alam, kann man davon ausgehen, dass der einzige Name dieser Sura Surat al-Qiyamah ist. Und wir wollen jetzt, insha'Allah ta'ala, heute uns mit den ersten Versen, Barakallahu fik, dieser Sura beschäftigen und auseinandersetzen, wo Allah subhanahu wa ta'ala, also wir werden heute insha'Allah ta'ala bis Vers Nummer 18 kommen. Eventuell gehen wir noch kurz, bis Vers Nummer 19. Eventuell gehen wir ganz kurz noch auf Vers Nummer 20 ein, aber der Abschnitt endet mit Vers Nummer 19, über den wir heute sprechen werden, insha'Allah ta'ala. Und wir beginnen jetzt gleich mit dem ersten Schwur, der sehr eindringlich ist und der den Menschen zum Nachdenken bringen soll. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala, La uqsimu bi yawmi al-qiyamah. Hier übersetzt mit, nein, ich schwöre beim Tag der Auferstehung. Man könnte es auch so übersetzen, dass man sagt, wahrlich, ich schwöre beim Tag der Auferstehung. Hier wurde das Nein auch wirklich übersetzt als Nein. Und die Gelehrten sind sich uneinig darüber, was ist denn eigentlich jetzt mit diesem Nein gemeint? Also, wenn ich das jetzt einfach wortwörtlich übersetzen würde, müsste ich sagen, ich schwöre nicht beim Tag der Auferstehung. Das wäre die wortwörtliche Übersetzung. Also, wenn jemand der arabischen Sprache nicht mächtig wäre und die Rhetorik der arabischen Sprache nicht verstehen würde, dann würde er sagen, ja, da steht, ich schwöre nicht beim Tag der Auferstehung. La uqsimu heißt, ich schwöre nicht. La azhabu, ich gehe nicht. Ganz einfach. Aber das ist wahrscheinlich hier nicht gemeint, sondern genau das Gegenteil ist gemeint. Es soll eine Art Bestätigung des Schwures sein. Allah subhanahu wa ta'ala, er will sagen, alles das, was ihr behauptet, stimmt nicht und ich schwöre beim Tag der Auferstehung. So, jetzt hätten wir einen Kontext. Der Kontext ist welcher? Die Quraysh, sie machen sich lustig.
über so etwas wie Auferstehung. In Surat Yasin haben wir diese Ayat, ja, wo dann der Muschrik sagt, ah, will Allah subhanahu wa ta'ala etwa aus diesen schon verwesten Knochen jemanden wieder auferstehen lassen? Wie soll das funktionieren? Der Mensch macht sich lustig. Und wenn Allah ta'ala hier über eine bestimmte Situation spricht, dann meint er nicht nur diese Situation oder diesen einen Vorfall, sondern er meint allgemein den Menschen. Der Mensch, der sich lustig macht über den Tag der Auferstehung. Leute, die sagen, wir können uns das nicht vorstellen, dass es einen Tag der Auferstehung geben wird. Das macht doch gar keinen Sinn, das ist doch völliger Unsinn. Wie soll das funktionieren? Auch heutzutage gibt es viele Menschen, die genauso denken. Die machen sich lustig darüber. Viele Atheisten heutzutage machen sich lustig über Religion, über Gott, über ein Leben nach dem Tod, sagen, Religion ist nur Opium für das Volk. Religion hat nur hat die Menschen nur rückständig gemacht. Wir brauchen den Fortschritt. Der Atheismus ist der Fortschritt. Ist alles nur Zufall, Evolutionstheorie. Religiöse Menschen denken nicht wissenschaftlich. Das sind alles irgendwelche Legenden, die sie überliefert haben. Und an die sie glauben, an denen sie festhalten. Aber all das ist eigentlich nur Blödsinn. So denken viele Menschen, subhanallah. Und heutzutage, wir kennen das ja alle selbst, wir gehen in die Schule, was bekommen wir beigebracht? Genau so etwas. Genau das bekommen wir beigebracht. Die Wissenschaft im Gegensatz zur Religion. Religion ist immer unwissenschaftlich. Und die Wissenschaft, oder besser gesagt, bestimmte Theorien, sie sind rational. Religion ist irrational. Ja, Religion ist sogar gegen die Wissenschaft. Die Quraysh haben sich damals lustig gemacht, obwohl sie eine Religion hatten. Aber sie haben sich das nicht vorstellen können. Heutzutage machen sich die Menschen lustig, ja, nicht weil sie eine Religion haben oder eine bestimmte Religion verteidigen wollen, sondern weil sie grundsätzlich gegen die Religion sind. Und viele Menschen, auch viele Muslime, fallen auf diese Tricks hinein. Und denken, ja, stimmt. Ja, die Wissenschaft sagt eigentlich etwas ganz anderes. Und sie verstehen nicht, ja, dass die Wissenschaft am Ende auch nur aus Theorien besteht. Und dass eigentlich die Wissenschaft, wenn man sich intensiv mit der Wissenschaft beschäftigt, einen Menschen zu Allah führt und zu der Tatsache führt, dass all das gar kein Zufall sein kann. Und dass es doch einen Sinn und Zweck für dieses Leben geben muss. Das macht doch gar keinen Sinn. Ich meine, wenn es Regeln gibt, physikalische Gesetzmäßigkeiten, dann kann es doch keine Zufälle geben. Wenn ich sage, es gibt auf der einen Seite Regeln, es gibt physikalische Regeln, ganz klare Regeln, wie das gesamte Universum funktioniert. Alles funktioniert gleich, nach einem ganz bestimmten System. Aber gleichzeitig sage ich, ist alles Zufall. Wenn ich sage Zufall, dann gibt es keine Regeln. Wenn ich aber sage Regeln, dann gibt es keinen Zufall. Das eine schließt das andere aus. Aber es ist leichter für viele Menschen zu sagen, ich glaube an die Natur, ich glaube an die Wissenschaft, als das Wort Gott in den Mund zu nehmen. Das ist für viele Menschen leichter. Und warum, das werden wir heute noch sehen, inshallah. Und das sowieso, da gibt uns eine Antwort darauf, warum viele Menschen einfach keine Lust haben auf Religion. Warum viele Menschen sich überhaupt nicht damit beschäftigen wollen. Wir kriegen die Antwort in dieser Sura, gleich einige Verse später, inshallah. Eine ganz einfache Antwort. Und wir werden sehen, dass diese Antwort wirklich so ist. Viele Menschen haben einfach keine Lust, sich an irgendwelche Regeln zu halten. Wollen sich keine Gedanken machen über das, was eventuell nach dem Tod kommen würde. Wenn, ja, dann wird es mir schon gut gehen. Ich bin auch ein guter Mensch. Ja, wie gesagt, ich muss mir nicht wirklich Gedanken darüber machen. Kommen wir jetzt, inshallah ta'ala, also zu diesem Schwur noch einmal. Allah ta'ala, er schwört hier beim Tag der Auferstehung. Und er möchte mit diesem La, mit diesem Nein nicht sagen, dass er nicht schwört, sondern er möchte damit noch einmal bestätigen, dass er sehr intensiv schwört. Es ist ein sehr, sehr intensiver Schwur. Oder eventuell, das La bezieht sich auf das, was die Muschrikun behauptet haben. All das, was ihr sagt, stimmt nicht. Nein! Ich schwöre beim Tag der Auferstehung. Er wird stattfinden. Ob ihr es wollt oder nicht. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Unabhängig davon, ob der Mensch daran glaubt oder nicht daran glaubt. Es ist eine Tatsache.
Und am Ende werden wir alle auferstehen, ob wir daran geglaubt haben oder ob wir nicht daran geglaubt haben. Und wir werden am Ende alle vor Allah stehen. Ob wir daran geglaubt haben oder ob wir nicht daran geglaubt haben. Und wir werden alle Rechenschaft ablegen müssen. Ob wir daran geglaubt haben oder ob wir nicht daran geglaubt haben. Und deswegen alleine schon aus diesem Grund macht es Sinn, sich mit dieser Frage zu beschäftigen. Weil wenn das alles richtig sein sollte, und es ist richtig, dann habe ich ein großes Problem. Aber nehmen wir mal an, nur an die Annahme. All das stimmt nicht. Es gibt keine Religion. Es gibt keinen Gott. Jetzt nur die Annahme. Was wäre das Schlimmste, was uns passieren kann? Wir sterben, wie alle anderen Menschen auch sterben. Es würde zwar keinen Sinn machen, unser ganzes Dasein würde keinen Sinn machen. Und deswegen ist es auch unsinnig, dass es keinen Gott geben kann. Aber am Ende, wir hätten nichts verloren. Im Gegenteil, die Religion hat uns so viel gegeben, dass wir eigentlich nur dankbar sein können, dass wir überhaupt die Religion haben. Nehmen wir mal an, nur die Annahme. Ja? Ich habe jetzt gebetet in meinem Leben. Ich habe die Gebote Allahs eingehalten. Ich bin ehrlich gewesen. Hab keinen Zina gemacht, hab nicht gestohlen, hab keinen Menschen Unrecht getan. Hab darauf geachtet, dass ich auch wirklich eine Familie habe und nicht einfach nur meine niederen Bedürfnisse befriedige. Hab auf meine Kinder Acht gegeben. Hab keinen Alkohol getrunken, keine Drogen genommen, nicht geraucht. Habe mir nicht irgendwie unnötig Kredite genommen, die mich dann ins Unglück gestürzt haben, mich überschuldet haben. Habe kein Glücksspiel gespielt. Nehmen wir mal an. Und dann am Ende schätze ich heraus, es gibt gar keine Religion. Es gibt gar keinen Gott. Habe ich irgendwas verloren? Im Gegenteil, ich habe doch nur gewonnen. Ich habe ein schönes Leben geführt. Ich habe ein aufrichtiges Leben geführt. Ich habe ein vorbildliches Leben geführt. Das, was sich viele Menschen wünschen. Viele Menschen wünschen sich genau dieses Leben. Subhanallah. Und ich habe das durch die Religion. Das ist nur die Annahme. Aber es wird kommen. Und Allah schwört darauf. Und alles deutet darauf hin. Und alles andere würde keinen Sinn machen, weil Zufall macht keinen Sinn bei dieser Schöpfung. Weil alles ein ganz bestimmtes Gesetz hat, einer bestimmten Gesetzmäßigkeit folgt. Warum sollte das durch Zufall entstanden sein können? Das funktioniert nicht. Bei einer Explosion, wo zufällig alles in die Luft fliegt, da habe ich am Ende nur was? Nur Chaos. Ich habe nichts gebaut, sondern ich habe nur Chaos. Allah Ta'ala, er sagt zu den Muschrikun, nein, alles, was ihr behauptet, es würde keinen Ba'ath geben, kein Qiyama geben, keine Auferstehung, kein Hisab, kein Jannah, kein Nar, das ist alles Quatsch. Ich schwöre beim Tag der Auferstehung. Und dann, nachdem Allah Ta'ala beim Tag der Auferstehung geschworen hat, schwört er jetzt bei einer anderen Sache. Und zwar, وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ. Nein, ich schwöre bei der Seele, die sich selbst tadelt. Nachdem Allah Ta'ala über Al-Qiyama oder sozusagen bei Al-Qiyama, bei dem Tag der Auferstehung geschworen hat, schwört jetzt Allah Subhanahu wa Ta'ala bei was? Schwört jetzt Allah Subhanahu wa Ta'ala bei dem Menschen und bei der Seele eines jeden Menschen. Und das passt auch sehr gut zusammen. Warum? Weil am Ende wird Al-Qiyama nur die Menschen betreffen. Jedes Nafs, was Allah Ta'ala erschaffen hat, wird der Qiyama betreffen, ohne Ausnahme. Wir werden alle auferstehen. Und der Qiyama ist für uns da. Die Tiere werden auch auferstehen, aber sie werden zu Staub werden. Und der Mensch wird sagen, Ya laytani kuntu turaba, wäre ich doch auch Staub an diesem Tag. Weil er sieht, was ihn erwarten wird. Und deswegen Allah Ta'ala erschwört jetzt beim Nafs, welches auferstehen wird. Aber nicht irgendein Nafs, nein. Sondern Allah Ta'ala erschwört bei einem ganz bestimmten Nafs, einer ganz bestimmten Seele. Und zwar erschwört bei der Seele Al-Lawama. Was heißt das? Übersetzt hier als die sich selbst tadelt. Lame yalumu lauman. Lawama ist Sirat al-Mubalagha, eine Steigerungsform. Das heißt, eine Seele, welche sich intensiv selbst tadeln wird und sich vorhalten wird, gerade auch am jüngsten Tag. Warum habe ich nicht mehr gemacht?
Warum habe ich bloß diese Sünde getan? Warum habe ich mich nicht mehr angestrengt? Warum habe ich nicht ein wenig mehr Sadaqa gegeben? Warum habe ich dem Unrecht getan? Warum habe ich dies und jenes unterlassen? Die Seele wird sich selbst tadeln an jenem Tag. Das Problem ist, es ist alles vorüber. Ich kann nichts mehr ausgleichen. Es ist genauso, wie wenn jemand in einer Prüfung, eine wichtige Prüfung hat und sie nicht besteht. Er wird sich tadeln und sagen, hätte ich doch mal mehr gelernt. Oh Mann, wäre ich doch mal nicht immer nur zu meinen Freunden gegangen und hätte doch mal das genauso gemacht wie der andere, der dann am Abend 2-3 Stunden gelernt hat. Wäre ich doch regelmäßig gegangen, hätte nicht immer geschwänzt. Du tadelst dich im Nachhinein, du reust das. Warum? Weil du die Prüfung nicht bestanden hast. In der Dunya ist es nur so, du kannst die Prüfung wiederholen. Du kannst immer einen anderen Weg einschlagen. Aber im Akhir ist es vorbei. Es ist vorüber. Subhanallah. Al-Nafs al-Lawama, wie es Al-Hasan al-Basri gesagt hat, hier Nafsul Mu'mini talumu sahibaha. Es handelt sich um die Seele des Mu'mins, welche sich selbst tadelt. La tara nafsal Mu'mini illa lawama. Und du siehst, dass die Seele eines Mu'mins ist immer tadelnd. Mada aradta bi aklati? Mada aradtu bi aklati? Wa mada aradtu bi shurbati? Wa mada... Macht man das. Könnt ihr das Fenster hier zu machen? Das ist ein bisschen laut. Einfach nur kurz hier zu machen. Barakofi. وَمَاذَا أَرَدْتُ بِكَلِمَتِي Al-Hasan al-Basri, er spricht hier über eine... Er gibt sozusagen, er spricht hier darüber, dass es sich hierbei... Das finden Sie auch kurz zu machen, Barakofi. Er spricht hier, dass es sich hierbei um den Nefs, die Seele des Mu'min handelt, der sich immer wieder diese Fragen stellt. Und so sollte ein Mu'min sein. Warum? Was wollte ich eigentlich mit meinem Essen? Was wollte ich eigentlich mit meinem Trinken? Was wollte ich eigentlich mit meinen Worten? Er hinterfragt seine Dinge, die er tut. Und so sollte ein Mu'min eingestellt sein. Und dann sagt er, أَمَّا الْكَافِرُ وَالْفَاجِرُ فَهُوَ يَمْضِي قُدُمًا لَا يَلْوِي عَلَى شَيْءٍ Was aber die Seele des Kafir und des Fajr betrifft, des Frevelhaften, ja, der geht einfach voran in seinem Leben und ist ihm alles egal in seinem Leben. Ich sollte also als Mu'min was machen? Ich sollte mich immer wieder selbst zur Rechenschaft ziehen. Warum? Weil mein Nefs, wenn ich es nicht zur Rechenschaft ziehe, mich immer wieder zum Schlechten auffordern wird. Allah Ta'ala, er erwähnt 3 Arten von Nafs im Koran. Welche sind das? Weiß das jemand? 3 Arten von Nafs werden im Koran erwähnt. 3 Arten von Nafs. Das sind 3 Zustände, in denen sich das Nafs befindet. Einmal, inna nafsa la ammaratun bissu. Die Seele, an-nafsul ammaratu bissu. Die Seele, welche immer wieder das Schlechte gebietet. Und das ist die Seele, wenn sie in einem Zustand ist, wo ich sie einfach lasse. Wenn ich meine Seele, meinen Nefs einfach so lasse, was passiert? Der wird mich immer zu Dingen auffordern, die schlecht sind. Weil mein Nefs liebt die Faulheit. Mein Nefs liebt die Begierde. Und wenn ich ihn einfach so frei in den Lauf lasse, dann werde ich nur noch das tun, was mein Nefs möchte. Also im Sinne von meiner Begierde. Und das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Dass du nicht an die arbeitest. Und das passiert sehr, sehr vielen Leuten. Es gibt viele Leute, die lassen sich einfach gehen. Die machen nichts. Und sie wundern sich, warum sie in ihrem Leben nichts erreichen. Du arbeitest nicht an dir. Jemand, der etwas erreichen möchte, der muss an sich arbeiten. Wenn du in einer Sache schlecht bist, dann arbeite daran, dass sie besser wird. Sag nicht, ich kann das nicht. Nein, du kannst es. Und das gilt gerade auch für wichtige menschliche Eigenschaften. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt er, es ist so wichtig, innama al-ilmu bit-ta'allum. Wie erlange ich Wissen? Indem ich lerne. Das heißt, jeder von uns kann lernen. Und ich kenne Leute, subhanallah, die haben sehr spät angefangen zu lernen und haben es geschafft, noch sehr viel zu lernen. Es gibt Leute, subhanallah, wir haben gestern erst mit einem gesprochen, mit einem Bruder, der gerade in der Türkei lebt, der ist Ägypter, der hat mehrere Koran schon, der sagt, unser ältester Hafiz, der dieses Jahr ausgebildet wurde, ist 66 Jahre alt. 66 hat er den Koran auswendig gelernt. Es geht. Innama al-ilmu bit-ta'allum. Ich muss nur wollen. Ich muss nur mich ein bisschen anstrengen. Und dann erreiche ich das Ziel auch. Und dann sagt der Prophet so, wa innama as-sabru bit-tasabbur. Was heißt das? Und Geduld erlange ich, indem ich mir Geduld aneigne. Ich brauche nicht erwarten, dass ich von Natur aus geduldig bin. Es gibt Menschen, subhanallah, die sind von Natur aus geduldig. Das ist eine Jibille, das ist eine Eigenschaft, mit der Allah Ta'ala
sie beschenkt hat. Aber viele Menschen haben diese Geduld nicht. Also muss ich an mir arbeiten, Geduld zu erlernen. Ich habe euch schon oft erwähnt, Mohammed Ahmed al-Rashid ist ein irakischer Gelehrter. Der hat das geschrieben über sich selbst. Ja, gesagt, ich war ein sehr, sehr jähzorniger, ungeduldiger Mensch. Ich bin immer gleich ausgerastet. Ja, ich muss diese Eigenschaft ändern. Und hat ein Jahr lang sich immer wieder aufgeschrieben, wann er zornig wird und dann an sich gearbeitet. Und nach diesem einen Jahr hat er es geschafft, das in den Griff zu bekommen. Imam Sufyan al-Thawri, er hat gesagt, ja, ich musste mein a'lajtu lisani 20 sana hatta istaqam. Allahu akbar. Ich musste meine Zunge 20 Jahre lang bearbeiten, bis sie endlich sozusagen das gemacht hat, was ich ihr gesagt habe. 20 Jahre arbeitest du noch und du kannst es schaffen. Wa innama al-hilmu bit-tahallum. Und Sanftmut erlerne ich, indem ich mir Sanftmut aneigne. Ich bin ein harter Mensch. Sehr hart in dem, was ich tue. Ich kann mir das aber aneignen, dass ich etwas, sage ich mal, sanftmütiger, etwas leichter mit den Dingen umgehe. Es geht. Es funktioniert. Ich muss an mir arbeiten. Und genau das ist es, worauf es ankommt. Dass ich von diesem An-Nafs al-Ammaratu bis-Su aufsteige zu An-Nafs al-Lawwama. Dass ich mich immer wieder tadele. Immer wieder an mir arbeite. Immer wieder Mujahedatun Nafs mache. Und dann kommt die dritte Stufe. Das ist die höchste. Die ich dann im Grunde genommen erst am jüngsten Tag haben werde. Ich kann sie schon in der Dunya haben, aber eigentlich erst am jüngsten Tag. Und zwar ein Nafsul Mutmainna. Die ruhige Seele, die beruhigte Seele. Ya ayyatuha Nafsul Mutmainna. Subhanallah. Oh, du ruhige Seele. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Kehre zu deinem Herrn zurück. Radiyya, zufrieden. Mardiyya, zufriedengestellt. Und zufriedenstellend. Subhanallah. Ja, er hat an sich gearbeitet, hart an sich gearbeitet und am Ende hat er es geschafft. Und das ist es, worauf es ankommt, meine lieben Geschwister im Islam, dass ich als Muslim versuche, immer wieder an mir zu arbeiten. Das heißt, mit An-Nafs kann das Nafs des Mu'mins gemeint sein. Aber es kann auch im Allgemeinen die Seele eines jeden Menschen gemeint sein, welche sich am jüngsten Tag tadeln wird, warum habe ich das nicht getan? Es hat verschiedene Bedeutungen. Und es kann aber auch gemeint sein, wie es einige Gelehrte gesagt haben, wie Ibn Taymiyyah und Ibn Qayyim, dass mit Al-Lawwama gemeint ist, Al-Nafs allati tatalawwamu ala sahibiha, wa talawwumu huwa at-taraddudu wa at-tanaqqul wa adamu al-istiqrar. Subhanallah. Ja, das ist die Seele, welche sich immer wieder ändert. Die Zustand ändert sich andauernd. Ist nicht fest. Ist nicht fest. Wie es unser Prophet auch schon gesagt hat. Über die Herzen. Inna al-quluba mislu al-qidri, idha stajma'at ghaliyana. Ja, die Herzen sind wie ein Topf voller Wasser. Ja, wenn er plötzlich anfängt zu kochen. Was passiert mit dem Wasser? Es fängt sich an, sich zu bewegen. Und so sind die Herzen. Und auch der Mensch ist so, subhanallah. Mal in dem Zustand, mal geht's ihm gut, mal geht's ihm schlecht. Also das sind alles Bedeutungen von was, al-lawwam. Aber wallahu a'lam, das, was wirklich hier in diesem Kontext wirklich Sinn macht, sind diese ersten beiden Bedeutungen. Einmal al-lawwam am jüngsten Tag. Der Mensch wird sich selbst tadeln, warum, wieso habe ich das bloß getan? Aber dann ist es zu spät. Und al-lawwam, der Weg zum jüngsten Tag, wie ich als Mensch sein sollte. Ich sollte immer an mir arbeiten in der Dunya, bevor ich am jüngsten Tag auferstehe. Subhanallah, was für Bedeutung. Und jetzt, nachdem Allah Ta'ala darauf geschworen hat, kommen jetzt die nächsten gewaltigen Verse. Und zwar das, worauf Allah Subhanahu wa Ta'ala schwört. Worauf schwört er? Wenn ich schwöre, muss ich ja auf irgendetwas schwören. Ich schwöre bei etwas, al-muqsim bihi und al-muqsim alayhi. Ja, ich muss ja auf etwas schwören. Und jetzt, ayahsabu al-insanu. Meint der Mensch etwa, dass wir seine Knochen nicht zusammenfügen werden? Ja, doch, wir haben die Macht dazu, seine Fingerspitzen zurechtzuformen. Genau das, worum es in dieser Sure geht. Die Leute, welche den Tag der Auferstehung verleugnen. Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht über diesen Menschen, schwört zunächst erst einmal und sagt, was ist mit dem Menschen los, im Allgemeinen der Mensch? Glaubt er etwa, dass wir nicht dazu in der Lage sind, ihn wieder auferstehen zu lassen?
Zunächst erst einmal sein Knochengerüst und dann sogar seinen gesamten Körper bis zu seinen Fingerspitzen. Genauso wie er in dieser Dunya gewesen ist. Und Allah Ta'ala, er gibt uns auch Adilla Aqliya, das heißt rationale Argumente dafür, dass das möglich ist, aber am Ende der Sura. Am Ende der Sura gibt uns Allah Subhanahu wa Ta'ala rationale Argumente. Wenn er nämlich über die Schöpfung des Menschen spricht, wie er erschaffen wurde von Allah Subhanahu wa Ta'ala. Und dann stellt sich natürlich die Frage, derjenige, der den Menschen einmal erschaffen hat, in dieser Art und Weise, wird er nicht die Fähigkeit haben, ihn noch einmal zu erschaffen. Und deswegen der letzte Vers in dieser Ayah, in dieser Sura ist welcher? أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرِ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى. Hat dieser Gott nicht die Macht, die Toten wieder lebendig zu machen? Also jemand, der etwas aus dem Nichts erschaffen hat, schafft er es nicht, genau dasselbe noch einmal zu erschaffen? Natürlich. Etwas zu kopieren ist viel leichter, als es zu erfinden. Wenn in China irgendwelche Sachen kopiert werden, oder weiß ich wo auf der Welt, ja? Ja, das ist natürlich viel einfacher, als das selbst zu erfinden. Und deswegen eine Kopie zu machen, ist immer eine leichte Sache. Ist nicht schwierig. Aber es erst einmal zu erfinden, es herzustellen, es zu produzieren, das allererste Mal, das ist die große Herausforderung. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen einmal erschaffen hat, wird es dann für ihn ein schwieriges sein, ihn noch einmal genauso zu erschaffen? Natürlich nicht. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist damit gemeint? Also zunächst erst einmal das Skelett des Menschen. Allah Ta'ala erwähnt auch im Koran, dass zuerst das Skelett des Menschen im Embryo erschaffen wird und dann dieses Skelett dann umhüllt wird von Fleisch. Und auch so wird der Mensch am jüngsten Tag dann wahrscheinlich auferstehen. Und dann zeigt uns Allah Ta'ala auf, der Mensch wird eins zu eins genauso auferstehen, wie er in dieser Dunya gewesen ist. Eins zu eins. Selbst seine Fingerkuppeln wird Allah Ta'ala wieder so herstellen. Und was ist mit den Fingerkuppeln? Wenn ich heutzutage als Flüchtling in irgendein Land reise oder in ein anderes Land reise, wenn ich, weiß ich nicht, was mache ich da? Oder wenn ich straffällig werde, was tue ich da? Fingerabdrücke. Ein eindeutiges Erkennungsmerkmal. Da kann keiner verwechselt werden. Nein, das bist genau du. Das ist dein Fingerabdruck. Das bist genau du. Eins zu eins du. Eins zu eins du wirst vor Allah stehen. Kein Unterschied. So wie dich Allah das erste Mal erschaffen hat, wird er dich auch ein zweites Mal erschaffen und auferstehen lassen. Und genauso wie man heutzutage mit irgendwelchen Datenbanken herausfinden kann, ob das wirklich dieser Mensch ist, durch seine Fingerabdrücke, wird auch am jüngsten Tag dich niemand verwechseln können. Sondern es bist genau du. Es ist Farid, Ali, Rahman, Kadir. Es sind genau wir. Derselbe Mensch, dieselbe Seele, derselbe Körper. Allahu Akbar. Das muss man sich ja vorstellen. Allah Ta'ala sagt das. Ja, doch, wir haben die Macht dazu, seine Fingerspitzen zurechtzuformen. Manche Professoren haben gesagt, damit ist gemeint, dass wirklich jeder einzelne Finger zum Vorschein kommt. Das ist, dann unterscheidet sich der Mensch auch von vielen Tieren, ja, die keine sozusagen Finger haben, ja, außer jetzt vielleicht Affen, ja, aber sonst die meisten Tiere haben Hufen, weiß ich nicht was, ja, wo sie nicht so feine Arbeiten verrichten können wie die Menschen. Die meisten Professoren haben gesagt, das ist damit gemeint. Aber auch einige haben gesagt, genau das, dieser Fingerabdruck, das ist genau du, nur einmal. Du wirst genauso erschaffen. Und jetzt kommt die Antwort darauf, warum der Mensch eigentlich sich mit der Auferstehung nicht beschäftigen möchte. Eine Ehe, die die Antwort darauf gibt. بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَ. Das ist die Antwort. So einfach. Aber nein, der Mensch will fortdauernd vor sich hin lasterhaft sein. Was ist damit gemeint? Allah subhanahu wa ta'ala gibt uns eine Erklärung dafür, warum viele Menschen sich mit diesen Themen überhaupt nicht auseinandersetzen wollen. Weil sie keine Lust haben. Sie wollen einfach ihr Leben führen. Sie wollen keine Gebote befolgen. Sie wollen sich nicht die Frage stellen, was ist richtig, was ist falsch. Sondern sie wollen einfach das tun, was sie möchten.
Sie wollen ihre Neigung befolgen. Sie wollen sich von niemandem etwas vorschreiben lassen. Wer ist Gott, dass er mir etwas vorschreibt? Und da ist nochmal, ich erwähne das immer wieder, das ist ganz wichtig, ja, diese liberale Bewegung auch innerhalb des Islam, die versucht im Grunde genommen, ja, den Verstand sogar über die Offenbarung zu stellen. Wenn mein Verstand mir sagt, dieses Gebot macht keinen Sinn, dann lehne ich dieses Gebot ab. So einfach. Macht keinen Sinn, dieses Gebot. Also lehne ich dieses Gebot ab. Anstatt sich die Frage zu stellen, was will Allah mir damit sagen mit diesem Gebot? Wie kann ich dieses Gebot in bester Weise umsetzen? Wie könnte ich es heutzutage in dieser Gesellschaft umsetzen? Nein, ich möchte mir gar keine Gedanken machen. Dieses Gebot macht für mich keinen Sinn. Also befolge ich es einfach nicht. Und wenn es für mich keinen Sinn macht, dann kann es nicht richtig sein. Auch wenn es im Koran steht. Der Koran muss sich mir anpassen, nicht ich dem Koran. Subhanallah. Ja? Dieser Hadith, das wäre ein Hadith, authentisch überliefert alles, der macht gar keinen Sinn, dieser Hadith. Nee, den kann ich nicht akzeptieren. Passt nicht in dein Weltbild. Du bist doch Muslim. Was heißt es, Muslim zu sein? Gott ergeben. Du ergibst dich Gott. Das heißt, du bist bereit, dein Leben Gott anzupassen und nicht umgekehrt. Was ist das für eine Herangehensweise? Dann sagen einem, ja, wir müssen doch den Islam für die Menschen schmackhaft machen. Nein, ich muss nicht den Islam für die Menschen schmackhaft machen. Ich muss Dauer mit den Menschen machen, dass sie verstehen, was Allah von uns will. Und nicht umgekehrt den Islam anpassen, damit er sozusagen in die Gesellschaft passt. Was ist das bitte schon für ein Islam? Dann brauchen wir auch keine Religion mehr. Wozu haben wir noch Religion? Ganz ehrlich, wenn ich mir meine eigene Religion basteln kann, meine eigenen Gebote basteln kann, wozu brauche ich denn noch Religion? Dann kann ich doch einfach sagen, ich glaube an irgendetwas, mag sein, dass es was gibt, aber am Ende, ja, ich lebe einfach mein Leben, ich versuche ein guter Mensch zu sein und das war's. Dann brauche ich kein Islam mehr, ich brauche kein Christentum mehr, ich brauche kein Judentum mehr, ich brauche keinen Buddhismus, ich brauche gar nichts. Ja, ich lebe einfach mein Leben. Das ist ein sehr gefährlicher Weg. Ein sehr gefährlicher Weg. Und genau das ist es. Bel yuridul insanu liyafjur. Aber nein, der Mensch will lasterhaft sein. Fujur. Fujur ist was? Fujur ist eine Form von Frevel, dass ich mich von den Geboten Allahs abwende. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam nennt das Lügen Fujur. Der Prophet sallallahu alaihi spricht über die Tujar. Al-Tujar humul Fujar. Die Händler, die lügen, ja, sind Fujar. Warum? Ja, weil sie einfach versuchen, irgendwas zu verkaufen, auch wenn es moralisch nicht in Ordnung ist. Inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur. Wa inna al-fujura yahdi ila al-nar. Das Lügen führt zum Frevel. Und der Frevel führt zu was? Er führt zum Nar. Allah spricht über die Fujar im Koran. Und der Mensch, er möchte einfach sein Leben leben. Ist ihm alles egal. Hauptsache, ich lebe für mich. Und jetzt sagt Allah, Amame. Warum sagt er Amame? Amame ist hier gemeint. Er möchte einfach immer nur seine Neigung befolgen. Und deswegen hier auch übersetzt mit fortdauernd. Er möchte es dauerhaft tun. Er hat keine Lust, ja, sich an irgendetwas zu halten. Und jetzt, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala uns die Erklärung dafür gegeben hat, und ich sage euch, das ist einer der Hauptgründe, warum es viele Menschen gibt, die mit Religion nichts zu tun haben wollen. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, als die Nasara von Najran, als die Christen von Najran aus dem Jemen zu ihm kamen, hat er zu ihnen gesagt, es gibt drei Dinge, die euch vom Islam abhalten. Und eine dieser drei Dinge ist was? Dass ihr gerne Schweinefleisch esst. Da sagt der Prophet so ganz deutlich. Ihr wollt euch davon nicht trennen. Ihr esst gerne Schweinefleisch. Und im Übrigen, nur mal, damit ihr das versteht, ich meine, im Judentum ist Schweinefleisch verboten. Ganz klar. Jesus hat kein Schwein gegessen. Ganz klar. Wie kommt es denn, dass die Christen heutzutage Schwein essen? Wie geht das? Ja? Im Grunde genommen ist genau das passiert, was heutzutage auch viele aus dem Islam machen wollen. Nämlich, sie haben die Religion an ihre Neigungen angepasst. Paulus ist gekommen, hat gesagt, okay, ja, diese ganzen Gebote, die wir in der Tora haben, kein Schwein essen etc., die gelten nur für die Judenchristen, also die ursprünglich Juden sind. Aber alle anderen Völker, die zum Christentum übertreten, die sind nicht an diese Gebote gebunden. Das gilt nur für die Juden. Man passt im Grunde die Religion an, damit sie schmackhaft gemacht wird für die Leute, damit die Leute sie akzeptieren können. Merkwürdig, subhanallah. Und viele Muslime heutzutage versuchen das auch zu machen. Bel yuridu al-insanu liyafjura amama. Yas'al ayyana yawm al-qiyamah. Jetzt kommt, ja? Diese Spotthafte. Macht sich lustig. Ja?
Er fragt, wann wird bloß der Tag der Auferstehung sein? Schau mal, wie Allah Ta'ala schon das beschreibt. Ja? Macht sich lustig. Ja, ja. Dann feiern wir Party in der Hölle. Dann treffen wir uns in der Hölle. Ja? Dann feiern wir doch schön Party. Ja? In der Hölle sind die ganzen klugen Menschen. Im Paradies ist es langweilig. Das kennt ihr doch alles, oder? Wird immer wieder, macht man sich lustig über solche Sachen. Ich bin lieber mit Einstein, mit anderen Leuten in der Hölle, ja, als mit diesen ganzen langweiligen, ja, verrückten Extremisten, die dann im Paradies sind. Die können gerne in ihrem eigenen Paradies sein. So wird dann geredet. Die Leute machen sich lustig. Yes'al, ayyana yawm al-qiyama. Wann wird bloß der Tag der Auferstehung sein? Jetzt kommt die krasse Antwort. Allah Ta'ala, er lässt sich gar nicht auf dieses Argument ein. Gar nicht. Und das ist ganz wichtig, bei solchen Sachen, lass dich gar nicht darauf ein. In der Dauer, auch wenn du mit Leuten redest, lass dich gar nicht darauf ein. Versuch die Emotion dieses Menschen zu gewinnen jetzt. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ. Kurz und knappe Verse. Allah Ta'ala, er beschreibt jetzt den Menschen an diesem Tag. Wenn dann der Blick verwirrt ist von Bariqa. Bariqa ist Barq und Barq ist ein Blick, Blitz. Was ist, wenn plötzlich ein Blitz aufkommt? Du kommst erstmal in Schock. Oh, könnte mich getroffen haben, der Blitz. Ist völlig verwirrt. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ. Und der Mond sich verfinstert. Du hast kein Licht mehr, es ist absolut dunkel. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. Und Sonne und Mond zusammengebracht werden. Allah Ta'ala, er beschreibt den Beginn von Qiyama, wo der Mensch in einem Angstzustand sein wird. يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ. Wird der Mensch an jenem Tag sagen, wohin soll die Flucht sein? Er will jetzt fliehen, aber es gibt keine Möglichkeit zu fliehen. Er sucht irgendeinen Unterschlupf, aber es wird keinen Unterschlupf geben. Und deswegen, Allah antwortet direkt, Kalla la wazar. Keineswegs. Es gibt keine Zuflucht. Wazar kommt von wizr. Und wizr ist ja auch eine Last, die ich trage. Ja, ein Fuql. Ja, also ich suche nach einem Ort, wie einem Berg, wo ich mich verstecken kann. Das gibt es nicht. Weder in der Erde kann ich mich verstecken, noch kann ich mich in irgendeinem Berg verstecken, weil die Erde mit dem Erdboden gleich gemacht. Es gibt keine Unterschlupf. Kein Zufluchtsort. Nichts, was dich in irgendeiner Weise bewahren kann. Du willst dich schützen vor der Sonne, aber du kannst es nicht. Es gibt keinen Baum, keinen Schatten, der dir gespendet wird. Es gibt nur einen Schatten und es ist der Schatten, den Allah Ta'ala denjenigen spendet, die ihm nahegestanden haben. Kalla la wazar. Keineswegs, es gibt keine Zuflucht. Und Allah Ta'ala geht immer wieder darauf ein. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَ Wenn die Sache kommt, dieser Schrei. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ An jedem Tag, wo der Mensch vor seinem eigenen Bruder fliehen wird. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ Vor seiner Mutter und seinem Vater. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ Und vor seiner Ehefrau und vor seinen Kindern. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ Jeder wird eine Angelegenheit haben, die ihm ausreichen wird, mit der er beschäftigt sein wird. Aber er macht die Muschrikun genau darauf aufmerksam. Und das wird uns allen geschehen. Deswegen sollte ich als Muslim immer vorbereitet sein auf diesen Tag. Ich weiß zwar Bescheid, Alhamdulillah, wir sitzen hier und wir wissen Bescheid. Aber sind wir wirklich vorbereitet? Sind wir bereit, jetzt zu Allah zurückzukehren? Ziehen wir uns so zur Rechenschaft, wie es eigentlich sein sollte? Verkörpern wir wirklich diese Al-Nafsul Lawwama, welche sich immer wieder tadelt und fragt, wo stehe ich eigentlich? Ich müsste mich mehr anstrengen. Das sind alles Fragen, die sich jeder selbst beantworten muss. Und dann sagt Allah Ta'ala, إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ Zu deinem Herrn wird an jenem Tag der Weg zum Aufenthaltsort führen. Khalas. Dort ist jetzt das Ende. Und die Frage ist nur eine Frage. Paradies oder Hölle? Möge Allah Ta'ala uns das Paradies betreten lassen. Und jetzt geht Allah Ta'ala auf eine andere wichtige Station ein vom jüngsten Tag. Der jüngste Tag besteht aus mehreren Stationen. Nicht nur aus einer Station. Aus mehreren Stationen. Es gibt diesen Zeitpunkt, wo du unglaubliche Angst haben wirst, wo du fliehen wirst, wo du nicht weißt, wo du dich befindest. Und dann gibt es den Zeitpunkt, wo du zur Rechenschaft gezogen wirst. Und genau das ist das, worüber Allah jetzt spricht.
بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. Aber nein, der Mensch wird bezüglich seiner selbst durchblicken. Du wirst ganz genau sehen, was du getan hast. Du wirst es vor Augen haben. Du wirst es vor Augen haben. Allah Ta'ala, er wird es dir vorstellen, vorhalten. Deine Gliedmaßen werden reden. Deine Haut wird sprechen. Deine Beine werden sprechen. Die Erde, auf der du gesessen hast und auf der du gelaufen bist, wird sprechen. Die Engel, die an deiner Seite gewesen sind, werden aussagen. Alles wird dir vorgehalten. Und ich meine mal ganz ehrlich, wenn wir heute Überwachungskameras haben, wo wir alles aufnehmen können, meint ihr, am jüngsten Tag wird es nicht eine Form von, sage ich mal, mir fehlt gerade das richtige Wort, eine Form von Technik geben, die noch viel fortgeschrittener ist als die Technik dieser Dunja. Wow, Alter. Aber du wirst es sehen. Vielleicht wirst du es nochmal selbst miterleben, was du getan hast. Vielleicht wirst du mittendrin sein. Ja? Mittendrin sein und dich selbst beobachten können. Und du wirst dich anschreien, nein, tu das nicht, tu das nicht. Aber es gibt kein Zurück mehr. Stell dir mal vor, du befindest dich im Zustand der Sünde. Machst irgendetwas, wofür du dich schämst. Und dann musst du es mit eigenen Augen nochmal anblicken. Und deswegen, der Mensch sollte sich darüber im Klaren sein. Ich möchte auch in dieser Dunja nicht bloßgestellt werden, dass mich jemand sieht, beobachtet. Und ich möchte schon gar nicht, dass mir jemand ein Video vorhält, wo ich irgendwas falsch mache. Wie sehr schäme ich mich dann? Und wie sehr wirst du dich erst am jüngsten Tag schämen? بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا. Aber nein, der Mensch wird bezüglich seiner selbst durchblicken. Und jetzt, وَلَوْ أَلْقَى مَعَذِيرًا. Auch wenn er seinen Ma'azir vorberichtet. Okay. Ma'azir hat zwei Bedeutungen. Ma'azir kann als Entschuldigung übersetzt werden, von Ma'azira. Auch wenn er seine Entschuldigung vorberichtet. Selbst wenn du dich am jüngsten Tag entschuldigst, ist es vorbei, Ramos. Bringt dir nichts mehr die Entschuldigung. Jetzt wirst du zur Rechenschaft gezogen. Du kannst dich auch noch so sehr bei deinem Lehrer entschuldigen, ja, kurz bevor er die Noten niederschreibt, ja, du hast immer nur 5 und 6 geschrieben, bitte, bitte, ich bestehe das Schüler, ist vorbei. Ich muss irgendwie dir jetzt eine Note geben und du hast keinen Anhaltspunkt dafür, dass du eine 4 bekommen kannst. Du musst durchfallen, es geht nicht anders. Du kannst dich noch so auf den Kopf stellen, ihn noch so sehr anflehen. Nichts ändern. Und am jüngsten Tag wird es auch nichts ändern. Weil es vorbei ist, die Prüfung ist vorüber. Die andere Bedeutung von Ma'azira ist Sutur. وَلَوْ أَلْقَى مَعَذِيرًا أَيْ وَلَوْ أَسْدَلَ سُتُورَهُ. Was heißt das? Das heißt, selbst wenn du versucht hast, in dieser Dunya deine Sünden geheim zu halten, dass niemand sieht, und selbst wenn du davon gekommen sein solltest und nicht bestraft worden bist für das, was du getan hast, am jüngsten Tag wird alles zum Vorschein kommen. Alles, was du getan hast. Selbst wenn du versucht hast, in dieser Dunya zu verdecken. Und jetzt, subhanallah, nachdem Allah Ta'ala jetzt diese unglaublichen Verse gebracht hat, wo er einfach uns die Menschen nochmal aufgezeigt hat, wie es an diesem Tag sein wird, wie er sich fühlen wird. Er ist gar nicht auf die Frage eingegangen, wann ist der jüngste Tag auf diesen Spott von den Muschrikun. Nein, sondern hat ihm einfach gezeigt, das wird geschehen. Und dann kannst du noch so viel spotten. Am jüngsten Tag wirst du das bereuen. Und nachdem Allah Ta'ala das gemacht hat, kommt jetzt plötzlich etwas, wo man sich denkt, hä? Was hat das mit dieser Sura zu tun? Was hat das mit dieser Sura zu tun? La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Bewege deine Zunge nicht damit, um ihn übereilt weiterzugeben. Inna alayna jam'ahu wa qur'ana. Uns obliegt es, ihn zusammenzustellen und ihn vorlesen zu lassen. Fa'idha qara'nahu fattabi' qur'ana. Und erst wenn wir ihn vorgelesen haben, dann folge du der Art seines Vortragens. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. Hierauf obliegt es uns, ihn klar darzulegen. Was hat das jetzt bitte schön mit der ganzen Sura zu tun? Plötzlich ein ganz anderes Thema. Um was geht es hier? Und zwar, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie es in verschiedenen, auch authentischen Überlieferungen überliefert wird, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat, wenn er den Koran in den ersten auch Jahren, wo er den Koran offenbart bekommen hat,
hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Befürchtung gehabt, er könnte den Koran vergessen. Und was hat er gemacht? Während Jibril alaihi salam ihm den Koran offenbart hat, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam was getan? Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam mitrezitiert. Und es wird überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und haben einige Sahaba nachgemacht, weil sie es gesehen haben, dass er wirklich laut, also ganz deutlich seine Lippen bewegt hat, ja, damit er das mitrezitiert. Und Allah Ta'ala, er sagt hier zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, o Gesandter Allahs, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Dieser Koran, er wird bewahrt bleiben. Und interessant ist, dass Allah Ta'ala, wir sehen hier diesen Kontext, ich werde auch gleich erklären, warum es genau an dieser Stelle ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala hier das Wort jam' benutzt. Inna alayna jam'ahu. Uns obliegt, ihn zusammenzustellen. Wo kam jam' in dieser Sura noch vor? Gleich am Anfang der Sura. Und zwar, bala qadirina alayna davor. Und zwar, ayahsabu al-insanu allan najma'a 'idama. Meint der Mensch etwa, dass wir seine Zochen nicht, Knochen nicht zusammenfügen werden? Und jetzt spricht Allah Ta'ala über den Jam' des Korans, über das Zusammenfügen des Korans. Und er zeigt auf, o Gesandter Allahs, mach dir keine Sorgen. Erst einmal höre oder empfange das, was Jibril alaihi salam dir offenbart. Und wenn er dann mit der Offenbarung fertig ist, dann trage es vor. Und dann obliegt es uns und dir, dies dann zu erläutern und den Menschen zu erklären. Was hat das Ganze jetzt mit dieser Sura zu tun? Und zwar, Allah Ta'ala, er beschreibt hier einen Zustand des Propheten sallallahu alaihi wasallam, während Surat al-Qiyamah offenbart wurde. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam bekommt diese Sura offenbart. Und er will unbedingt die Menschen gleich benachrichtigen. Er will zu den Muschrikin, um sie zu retten. فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Vielleicht wirst du dich schon selbst töten dafür, dass sie nicht an diese Schrift glauben wollen und bist traurig aus Trauer. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat Verantwortung verspürt gegenüber seinem Volk und er hört Surat al-Qiyamah und er kann gar nicht warten, mit diesen Ayat an sein Volk zu gehen. Er hat Angst, es zu vergessen. Er hat Angst, er könnte das verpassen. Er könnte eine Seele verpassen. Und deswegen, ja, es ist so, als würde, kennt ihr das, wenn ihr zum Beispiel, ihr, weiß ich nicht, nehmt ihr an, ein Lehrer in der Schule, er diktiert etwas im Text. Er diktiert, und dann einer der Schüler macht Blödsinn. Während er diktiert, sagt er, hey du, hör auf damit. Und macht weiter mit seinem Diktat. Und so ähnlich müssen wir uns das vorstellen, subhanallah. Dass Allah Ta'ala unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam die Ayat offenbart. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam ist so sehr bedacht darauf, die Menschen zu erreichen, dass er, während er dieses Surah offenbart, ihm gleichzeitig auch noch diese Verse offenbart. Allahu Akbar. Das zeigt noch einmal, was für eine Einstellung unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat. Er wollte die Menschen erreichen. Er wollte die Hidayah der Menschen. Er wollte ihre Rechtleitung. Er hatte Angst, einen Menschen zu verlieren. Als ein jüdischer Junge krank geworden ist und der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm gegangen ist, hat er ihn besucht. Er hat ihm gesagt, sag, oh Junge, ja, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Der Junge guckt seinen Vater an. Und sein Vater sagt, atu' Abu al-Qasim. Hör auf Abu al-Qasim. Und er macht das und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, dass Allah Ta'ala durch mich eine Seele gerettet hat vor dem Höllenfeuer. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er beschreibt sich selbst. Und er sagt, mein Gleichnis in Bezug auf euch ist wie das eines Mannes, der an einem Lagerfeuer ist und der versucht, die Fliegen und Mücken, ja, die ganze Zeit ins Feuer fliegen, weil sie Licht sehen, davon abzuhalten. Und genauso auch ich. Ich versuche euch zu nehmen, ja, um euch vom Höllenfeuer abzubringen. Das war seine Einstellung gewesen. Und das sollte unsere Einstellung sein. Ich will Dauer machen. Übermittelt von mir selbst, wenn es nur eine einzige Ayah ist. Allah Ta'ala, er hat unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam in diesen Ayah versprochen, der Koran, er wird bewahrt bleiben. Und er sollte wirklich bewahrt bleiben, subhanallah.
Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Wahrlich, wir haben den Zikr herabgesandt. Surat al-Hijr, Surah Ayah Nummer 9. Und wir werden ihn wahrlich bewahren. Und Allah Ta'ala hat den Koran bewahrt. Und das Schöne ist, meine lieben Geschwister, dass wir das auch wissenschaftlich nachprüfen können, dass der Koran bewahrt wurde. Das ist nicht einfach nur eine Behauptung. Wir behaupten das nicht einfach so als Muslime. Natürlich, viele Muslime glauben einfach daran, aber wissen gar nicht, wie der Koran bewahrt wurde. Aber man kann es wissenschaftlich nachweisen, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Koran wirklich bewahrt hat. Ich meine, ich habe Arabistik studiert. Ich hatte Professorinnen, nicht muslimische Professorinnen, die genau das bestätigt haben. Das ist nochmal ein Thema für sich selbst, aber das ist ein unglaublich wichtiges Thema, das ich noch weiß. Allah ta'ala, er hat seine Schrift vor dem Verlorengehen bewahrt. Und jetzt sagt Allah Ta'ala, ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ. Hierauf obliegt es uns, ihn klar darzulegen. Wie wird der Koran klar dargelegt? Der Koran erläutert sich selbst, تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ بِالْقُرْآنِ. Aber der Koran wird auch erläutert durch wen? Durch unseren Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Zwei Wege, durch die der Koran bewahrt wurde. Wenn Allah Ta'ala sagt, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ. Wir haben wahrlich die Offenbarung herabgesandt. Und wir werden sie wahrlich bewahren. Dann meint Allah Ta'ala damit nicht nur den Koran, sondern er meint damit auch was? Die Deutung des Korans. Nämlich durch die Sunna unseres Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Der Koran, er ist bewahrt worden. Und mit ihm auch die Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, damit wir den Koran richtig verstehen können. Weil sonst könnte jeder in den Koran hinein interpretieren, was er möchte. Und was er wollte. Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und deswegen, was sagt Allah Ta'ala im Koran? Nochmal eine ganz wichtige Ayah. Auch für diejenigen, welche die Sunna verleugnen. Es gibt etliche Ayah. Welche ich im Grunde genommen verleugnen würde, wenn ich die Sunna verleugne. Und zwar Allah Ta'ala, er sagt, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Auf dass du den Menschen das erläuterst, was auf sie herabgekommen ist. Dann Allah Ta'ala, er sagt, هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات. Wir sind gleich fertig, inshallah. Er ist es, der auf die Schrift Unkundigen ein Buch herabgesandt hat, einen Gesandten gesandt hat, ja, von ihnen, ja, يتلو عليهم آيات. Er hat drei Aufgaben. يتلو عليهم آيات. Er verliest ihnen seine Ayat, den Koran, einfach nur die Offenbarung. Das ist Nummer eins. ويزكيهم. Und erläutert sie, reinigt sie. Er zeigt ihnen auf, wie ich zu Allah gelangt. Nummer zwei. Was ist die dritte Aufgabe des Propheten? وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةِ. Und er lehrt ihnen das Buch und die Weisheit. Das ist Nummer drei. Das heißt, die Offenbarung an sich ist eine Sache. Und die Erklärung der Offenbarung ist eine zweite Sache. Sowohl theoretisch als auch praktisch. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ. Er bringt ihnen das Buch bei. Er erklärt ihnen das Buch, was damit gemeint ist. Er deutet es. Und die Weisheit, wie gehe ich ganz konkret mit diesem Buch um? Wie praktiziere ich es? Wie setze ich es in meinem Leben um? Und jemand, der sagte, die Sunna brauche ich nicht, ja, ist nicht wichtig, der verleugnet im Grunde genommen den Koran selbst. Möge Allah Ta'ala uns immer das richtige Verständnis eingeben. Amin. Bis hier, inshallah Ta'ala, heute. Nächste Woche machen wir weiter. Vielleicht nur eine einzige, diese Ayah, die ich gesagt hatte am Anfang, dass ich sie noch erwähnen werde, nur ganz kurz. Ja, und zwar, كلا بل تحبون العاجلة. Keines, vielmehr liebt ihr das schnelle Eintreffende. Und das ist sehr interessant. Auch hier wieder ein Wort, was wir in diesem Abschnitt finden. لا تحرك به لسانك لتعجل. Ja, bewege deine Zunge nicht damit, um ihn übereilt weiterzugeben. Und dann sagt Allah Ta'ala, كلا بل تحبون العاجلة. Keines, vielmehr liebt ihr das schnell Eintreffende. Allah verwendet hier Wörter, ja, in diesem Abschnitt, die vorher und später erwähnt werden, um auch nochmal diesen Kontext herzustellen, diesen schönen Übergang. So als würde Allah sagen, ja, jeder Mensch liebt eigentlich das Schnelle. Und auch der Prophet sallallahu alaihi wa sallam liebte es, aber er hat es auf das Gute bezogen, nämlich auf den Koran. Das war's für heute, inshallah ta'ala. Sag mal noch khairin für eure Geduld und für eure Aufmerksamkeit. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahir Rahmanir Rahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلى الله عليه وسلم.